Erstmals seit dem Söldneraufstand in Russland im vergangenen Monat ist Generalstabschef Valeri Gerasimow wieder öffentlich aufgetreten. Das Verteidigungsministerium in Moskau veröffentlichte Aufnahmen von einer Sitzung am Sonntag. Zuvor wurde über seine Absetzung spekuliert. Auf den veröffentlichten Aufnahmen ist zu sehen, wie Gerasimow über die Abwehr ukrainischer Raketenangriffe auf die annektierte Halbinsel Krim sowie die russischen Regionen Rostow und Kaluga informiert wird. Dabei wurde sein Titel Chef des Generalstabs der russischen Streitkräfte verwendet. Nach dem Abruf der kurzzeitigen Rebellion der Söldnergruppe Wagner am 24. Juni waren einige Top-Generäle nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetaucht. Das führte zu Spekulationen, ob führende Militärs von den Plänen des Söldnerchefs Jewgeni Prigoschin wussten. Russische Militärblogger verbreiteten die Meldung, dass Wladimir Putin Gerasimow seines Amtes enthoben habe, und zwar seit Samstag. Demnach soll nunmehr Generaloberst Michail Teplinski die Befehlsgewalt über alle Truppen an der Front haben. Es wäre der bereits fünfte Führungswechsel seit der Invasion. Gerasimow bleibe zwar offiziell Chef des Generalstabs, habe aber mit den Geschehnissen in der Ukraine direkt nichts mehr zu tun, so die Moscow Times, die sich auf die Blogger beruft. Zu Beginn orchestrierte noch Alexander Dvornikow den Angriffskrieg gegen die Ukraine. Vor Gerasimow war Sergei Surowkin für die Spezialoperation verantwortlich. Der Vertraute von Wagner-Chef Prigoschin soll festgenommen worden sein. Seit dem Aufstand ist der Propagandaapparat des Kremls damit beschäftigt, die Geschehnisse umzudeuten. Putin gab sich auffällig volksnah und wird als umsichtiger Führer dargestellt, der ein Blutvergießen verhindert habe. Dass der belarussische Diktator Alexander Lukaschenko im Konflikt vermittelt hat, wird hingegen nicht erwähnt. Medienberichten zufolge lässt Putin das Milliardenimperium von Prigoschin aktuell zerschlagen.